So, welcome to EVE Online. Herzlich willkommen zu EVE Online. Heute geht es um das Thema Plex. Wie verschenke ich Plex zum Beispiel an meinen eigenen zweiten Piloten oder zum Beispiel an Freunde innerhalb der Community? Das ist relativ einfach. Man geht als erstes in den Store, in den New Eden Store und geht dann auch auf ein Monat Plex. Dort habt ihr die Möglichkeiten, euch selber natürlich jetzt die Plex zu kaufen, aber wir wollen ja diesen Gegenstand eben verschenken. Zum Beispiel an euren Zweitcharakter, Dritt- oder Viertcharakter ingeben oder eben an einen Freund. Wir geben jetzt mal einen Charakter von mir ein. Wichtig ist immer, dass ihr das auch überprüft. Ist es dann auch wirklich der richtige Charakter? In dem Fall gibt es da nur einen. Den klickt ihr dann an und ihr könnt dann auch noch zum Beispiel schreiben: Alles Gute zum Geburtstag. Also it's very, very simple. So you can go in the store from New Eden and you go on this icon and also on this and you can give a giveaway to your friend, to the birthday or to the characters what you have. Wir drücken ganz einfach dann auf das Knöpfchen und dann wird es auch schon abgezogen und verarbeitet. Und das war's auch schon, so schnell geht das. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie kann ich natürlich auch Plex kaufen. Plex kaufen könnt ihr natürlich im Store, das ist auch quasi ein eigener Icon, wo ihr dann reingehen könnt. Dort könnt ihr natürlich gegen Echtgeld dann auch Plex kaufen. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich empfehle immer, wartet auch ein bisschen auf die Aktionen von my side. You can also go in the store from EVE Online and you can buy for real life money Plex, but it's also wait for the auction when he have. So, also the next point, what we can do is, we look it from the other side. Da kommt jetzt natürlich auch das Icon raus. Sie haben ein Geschenk bekommen, zum Beispiel eben von Neo Serenity Virbio, quasi von meinem Hauptcharakter, und schon sind die 500 Plex gebucht. Das geht eben auf euren eigenen Charakter oder eben auch als Geschenk. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ihr könnt natürlich mit ISK in Cheater Plex kaufen. Das ist auch relativ simpel. Da guckt ihr zum Beispiel in den Store unter Plex. Dort könnt ihr direkt, wenn ihr zum Beispiel Ressourcen erfarmt habt, nennt sich auch Sandbox, direkt in den Store gehen und dann eben Plex kaufen. Ich empfehle immer zu warten, bis die Kurse unten sind. Meistens, wenn CCP größere Aktionen raushaut, zum Beispiel 20% oder 15%, dann fällt der Preis, ist auch gut. Man kann Plex ja auch gut handeln, sprich, das sind fast wie Aktien. Ich sage immer, das ist wie Gold. Der Kurs steigt und sinkt. In dem Fall ist er eher ein bisschen weiter unten. Wir kaufen jetzt mal 500 Plex ein. Immer achtsam sein und immer genau achten, wie viel ihr kauft. Und immer doppelt und dreifach prüfen. 500 Plex wären jetzt zum Beispiel für den Ankauf. Ich kaufe jetzt mal auf 3 Monate 5 Sprünge und verwende zum Beispiel jetzt mein Konto. Das geht auch ratzfatz. Und 1, 2, 3. Meistens, oder es ist dann blau hinterlegt und ihr seht, es ist dann quasi auch schon da. Die Preisentwicklung, wie gesagt, ist wie Aktien. Man sieht, da sind große Schwankungen drinnen. Wenn man natürlich in einem Pick kauft, wo der Plex-Preis auf 4,3 Millionen im Ankauf ist, das war zum Beispiel im März, da war auch eine größere Aktion, und man da viel ankauft, und zum Beispiel, wenn Jänner, Dezember ist, wenn die Leute viel kaufen, ja, ihr seht da zum Beispiel, letztes Jahr im Dezember ist der Preis nach oben gegangen, oder eben im Jänner, dann kosten die Plex auf einmal 5,2 Millionen das Stück, dann sieht man schon, dass man da wirklich 800.000 bis 900.000 Gewinn machen kann. Das ist jetzt spekulativ natürlich und auch richtiger Handel für die Händler, aber man sollte halt auch zum Beispiel gucken, wenn man Sandbox-Spieler ist, dann Plex anzukaufen, wenn der Preis relativ im Keller ist. Ja? Momentan ist der Kurs stabil, sage ich mal. Ich finde, er ist weiter unten, er ist unter 5 Millionen, er wird wahrscheinlich dann im Dezember, Jänner, Februar wieder nach oben gehen und dann kann man auch wieder verkaufen. Das ist eben für die Spekulanten und für die Großen
Plex-Händler im Spiel. Was auch noch wichtig ist und auch in der Beschreibung drin ist, ist, wie ihr quasi Plex tauschen könnt. Der Plex-Tresor ist auch ein absolutes wichtiges Thema. Dort könnt ihr die Plex in ganz Juiden, egal wo ihr seid, rausnehmen, reinnehmen. Und das ist ein Vorteil. Bitte fliegt nicht in euren Lager, in euren Schiffshangar mit Plex herum. Das wird tödlich enden. So, you see, it's very simple. You see, it's not really a problem, Black's boy, also in the market, when the price is down for the sandbox players and also for the traders is really interesting. So, ich glaube, wir haben auch schon was angekauft, das geht auch relativ fix im Markt, wir können dann quasi gucken. So, als ihr seht, so einfach geht das, so schnell kann man quasi auch Black's im Spiel verschenken als Geburtstagsgeschenk oder an eure eigenen Charakteren weitergeben. Ich danke mal und ich freue mich natürlich auch über ein Follow. Fly safe und alles Gute. Bis zum nächsten Video.